Garten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen im schönen Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auf tut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und schaut sich stumm ringsum. Mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder, legt sich nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal auf. Die stürzen mit lustiger Kampfbegier auf das Tigertier. Und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leuen mitten hinein. Und mit spöttischer Miene wendet sich Fräulein Kunigund an den Ritter de Lorges sogleich. Ei, Herr Ritter, ist Ihre Liebe so heiß, wie ihr mir schwört zu jeder Stund? So hebt mir den Handschuh auf. So, und wer jetzt wissen will, wie es weitergeht, der liest das mal zu Hause. Der Handschuh von Friedrich Schiller. Ja, vielen Dank. Vielleicht kennt einer die Fortsetzung. Ich weiß noch so viel, er hat es nicht getan, hat den Handschuh nicht geholt. Ja, aber dann. Er schwirft dir den Handschuh ins Gesicht, den Dampfdame begehrt dich nicht. Also irgendwie so ein richtiges Happy End hat es nicht, ich weiß.